Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Grow, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde. Wir haben heute mal wieder ein paar Quests hier zu erledigen. Schamane, hier Jäger und irgendwas mit Diener, die 5 oder mehr kosten. Und was würde sich da besser anbieten, wie wenn wir hier eine Runde mit dem Schamanen spielen? Im Gewerden, und zwar spielen wir hier den Totem-Schamane. Den werde ich nachher nochmal dann kurz zeigen, wenn wir dann so weit sind, wenn ich die Runde gespielt habe. Zumindest die eine, wo ich gewonnen habe. Wo ich gewinnen muss, sozusagen. Danach werde ich dann wahrscheinlich noch eine Runde mit dem Hunter spielen, mit dem Rush Hunter, einfach weil ich denke, das könnte ganz gut sein, so die Quests erstmal ein bisschen machen, ein bisschen Kohle wieder verdienen, auch in der Ränge ein paar aufsteigen. Eure Zeit ist gekommen. Muss ja auch mal wieder sein. Okay, den finde ich eigentlich ganz nice hier für den Anfang. Mit dem hier können wir dann ordentlich Schaden gleich mal raushauen. Den 6er packen wir mal weg. Machen wir so. Haben wir einen 1er Draw, einen 2er Draw, einen 3er Draw. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich grüße. Oh, das ist natürlich jetzt dumm. Grüße. Ist das ein Murloc-Paladin? Das wäre ja mal nice. Also das finde ich finde Murloc-Paladin sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber ich habe ja auch schon einen gespielt im letzten. Es ist tatsächlich ein Murloc-Paladin. Finde ich awesome. Finde ich wirklich geil. Mit dem kann man mal Sachen machen. Mal gucken, ob er uns jetzt erstmal zu Tode rushen wird. Was ich aber nicht hoffe, weil wir schon jetzt Tusker Totemic. Er wird dann hier nämlich jetzt traden wollen. Und, boah. Okay, er wird jetzt hier höchstwahrscheinlich reingehen. Dann haben wir aber den Totemic noch draußen. Das ist sehr, sehr gut für uns. Was? Okay, alles, beides stirbt. Schön. Gut, so geht's natürlich auch. Oder geht er Face? Ich glaube nicht, dass er Face gehen wird. Doch, er geht wirklich Face. Beide. Das war gefährlich, mein Freund. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich, was du da gerade angestellt hast. Jetzt gucken wir nämlich mal, wenn wir den hier jetzt töten. Wir haben insgesamt nur 3 Mana, das ist gar nicht so schön, aber machen wir jetzt trotzdem. Und zwar, auch wenn es uns Health kostet ohne Ende, spielen wir jetzt die 2 Sachen. Weil dann machen wir nämlich den hier jetzt weg, kriegen 4 Schaden. Aber jetzt können wir hier mit dem auf jeden Fall mehr Sachen machen. Und zwar machen wir den hier weg. Da hat er noch 2 und wir sind jetzt schon mal auf der sicheren Seite. Er kann den ja nicht mehr wegmachen, müsste bei uns weiter Face gehen. Wir haben halt leider keine Heilung. Er macht jetzt den 5-1er weg, ist wahrscheinlich das Sinnvollste für ihn. Jetzt ist halt die Frage, hat er noch irgendwas dabei, wo er dann gleich Damage... Götterschön. Ja gut, okay. Das ist halt schon nicht schlecht. Kann jetzt den 5er weg machen, ohne zu sterben. Holt sich noch den Hammer. Das ist echt der Hammer, der Typ. Schlechte Wortwitze sind auch wieder am Start. Okay, haut auf unser Ding hier drauf. Okay, er will also... Oh, das ist doch... Ah, können wir nicht spielen. Okay, dann machen wir das so. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Können jetzt das hier auch theoretisch trainen. Das hier auf jeden Fall weg. Das wäre aber jetzt dumm, das hätten wir auch so machen sollen. Egal. War nicht gut genug überlegt. Er wird jetzt mit seiner Waffe natürlich das wegmachen. Ist ja ganz logisch. Dann haben wir hier noch 3 Dreier. Ist aber auch noch ordentlich Value, dass wir hier auf dem Board haben im Gegensatz zu ihm. Und er lässt uns 2 Karten ziehen. Das finde ich mal ganz nett. Können wir sogar den Defender of Argus eigentlich direkt spielen, anstatt den hier. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir eindeutig sein Value hier ein bisschen eindämmen. Sonst könnte das ziemlich gefährlich werden hier. Jetzt gucken wir. 3, 5, kann er 5 Schaden machen? Ja. Komm, wir machen das so. Mein Schild für Argus. Oh Gott, diese deutsche Synchro. Ich habe, wie ihr merkt, vergessen, umzustellen hier. Auf Deutsch. Auf Englisch meine ich natürlich. Jetzt gucken wir mal. 2, dann könnte er hier machen. Also einer stirbt auf jeden Fall. Lass mich mal überlegen. So. Jetzt muss er sich aussuchen, wen er tötet. Mit seinem 2-1er. Und wir haben immer noch den Taunt, das heißt, er kommt da auf jeden Fall nicht durch. Und wir haben auch ein Crackle. Knistern. Oh Gott. Knistern haben wir auch noch. Okay, er zieht jetzt ein paar Karten. Will damit natürlich jetzt sich retten. Hofft natürlich, dass er jetzt hier die Murlocs des Todes kriegt. Aber kriegt er hoffentlich nicht. Und wir können dann jetzt bald, wenn wir genug rausgehauen haben, haue ich dann hier unseren Kampfrausch raus. Und dann haben wir 4 plus 3 sind 7, 7, 7 und 5 sind 12, 12 und 12 und 7 sind 19 Damage. Das heißt, wir müssen 10 Schaden jetzt machen, dann können wir 19 Schaden machen und dann ist fertig. Aber jetzt mal gucken, ob wir gegen den hier überhaupt noch ankommen. Er spielt jetzt erstmal irgendwas dann bald.
Ist gerade hart am Überlegen, tauscht die Karten immer wieder aus, die er spielen will. Oh. Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Holt sich noch ein Token dazu. Das ist klar. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, was er da gemacht hat. Muss aber jetzt halt traden. Und fängt sich auch nochmal 4 Schaden. Außer er macht ihn jetzt nicht mit der Waffe weg. Doch, würde er machen. Ist eigentlich das Logische, was man machen hätte können. So, dann schauen wir mal. Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Spielen jetzt den Vierer hier. Und den hier. Und weg mit dem. Jetzt muss er nämlich hier gucken, dass er den 3-2er wegkriegt. Weil der ist nämlich jetzt hier gerade der value-haltigste Creep auf meinem Board. Den wir auch noch buffen können hier. Mit dem. Aber ich habe mir überlegt, es wäre praktischer, jetzt erstmal den hier zu spielen und einmal das hier rauszuhauen, unser Totem. Dass er hier inspired. Okay. 2-2er müssen wir auf. Also, den müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Jetzt müssen wir ihn erst recht wegmachen. Und er kriegt Götter. Du kannst nicht. Ah, doch, mit deinem Ding kannst du angreifen. Mit deiner Waffe. Das gucken wir mal. Ne, das würde nichts bringen. Wir wollen auf jeden Fall, dass er überlebt. Ein Crackle macht nur eine Überladung. Das ist eigentlich ganz angenehm, hätte ich mal gesagt. Ich frage mich, ob. Das ist ganz angenehm eigentlich. Das muss ich mal gucken. Wenn wir jetzt hier mit dem da reingehen, dann ist dem sein Götterschild weg. Das ist okay. Dann hauen wir ein Crackle auf den drauf, kriegen dann ein Overload. Das ist auch noch in Ordnung für mich. Spielen, dann haben wir noch 5 Mana. Das heißt, wir hauen den Tuskar Titanic raus. Oh, schön. Mana Titanic ist ganz raus und noch ein Ding. Und machen jetzt. Hier so. Und 1. Und 2. Und haben in der nächsten Runde wahrscheinlich die Hilfe. Oh, das ist schön, dass wir den noch gezogen haben. Das hätte ich noch gerne gespielt, aber naja, was soll's. Haben wir in der nächsten Runde höchstwahrscheinlich Liefel. 7 Mana sind 2. Ja, haben Liefel wahrscheinlich. Oh. Und er zieht jetzt auch noch Karten des Todes. Oh. Die Frage ist jetzt, gucken wir mal. Er kann den hier wegmachen. Dann haben wir immer noch 3. Und 3 sind 6. 6 und 3 sind 9. 9, 10, 10... ja, ich bin inkompetent im Rechnen gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt schauen wir einfach mal, ob es reicht. Jetzt haben wir ja noch gleich. Und zwar, wir buffen hier dazwischen rein. Nein, er hat ja einen Ansturm. What? No, warum? Oh, das passt nicht. Des Todes hasse ich dich. Wir müssen also den hier wegkriegen. Das dürfte aber theoretisch kein Problem sein. Haben 7, gucken, 15. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass er uns nicht tötet. Spielen jetzt. Macht das Sinn? Die werden dann alle gebufft, kriegen wie viel plus 2 Angriff. Oh, das würde schon Sinn machen. Ziehen zwar wir zwar keine Karte, aber wir können das komplette Board clearen damit. Spielen also Dinge. Machen so. Bam. Oh ja, so sieht das doch gut aus. So, zack. Oh, dann überlebt er nicht. Shit. Schade eigentlich. Aber der überlebt, wenn wir so machen. Und wir wollen so machen, weil wir Karten ziehen können. Zack. Board wieder clear. Ziehen auf eine Karte. Und jetzt läuft das ganze Spiel weiter. Wir haben ihn eigentlich relativ gut runtergehauen, muss ich sagen. Ansturm, ja, haut natürlich jetzt den Zweier weg. Hat er jetzt irgendwie Consecration oder sowas? Das wäre halt schon. Okay, das hätte er vielleicht andersrum spielen sollen. Oh, oh, geil. Okay, jetzt weiß ich, warum es so gespielt hat. Aber er hätte trotzdem andersrum spielen sollen. Wäre praktischer gewesen. Kann jetzt 4 Damage machen. Muss aber erstmal durch meinen Taunt durch. Wobei sein, nicht vorweg. Damit hat Oldenburg auch Eye auch nur noch 3. Oh, 6. Okay, gut. 6 Damage macht also. Geht er wirklich Face? Ist das wirklich eine gute Idee, mein Freund? Ja, macht er. Und mit dem Zweier würde wahrscheinlich mein. Macht er gar nichts. Warum denn nicht? Das war jetzt nicht so ganz intelligent. Jetzt gucken wir mal hier, was spielen wir denn 9 Mana?
2 und 2 sind 4. 4 und 3 und 2. Das klingt doch ganz angenehm, oder? Ich frage mich, ob... Machen wir das nämlich hier dazwischen? Dann hat er hier 4. Sehr schön, dann haben wir hier schon mal den Trade. Dann spielen wir für 2 Mana, spielen wir den hier. Dann spielen wir, buffen wir... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Dich. Spielen das so. Inspiren alles, dann hat er 6. Dann machen wir hier so. Ja, so. Und ja. Theoretisch hätten wir das hier einfach hier in die Mitte spielen sollen, aber da habe ich jetzt nicht so nachgedacht. Durch diesen Spire hätten wir ja so oder so hier noch Sachen machen können. Das Gute ist, langsam läuft es eigentlich ganz gut. Jetzt kann er, im nächsten Zug haben wir Liefel mit dem Kampfrausch. Er kann auch nichts mehr spielen jetzt eigentlich. Deswegen können wir eigentlich schon fast sagen, well played. Wie viel machen wir denn? 3, 5 sind 8, 5. Der Sieg ist ja viel Spiel gewesen. Gut gespielt, mein Freund. Damit haben wir also den ersten Sieg wieder in der richtigen Folge hier erreicht. Und den Schamanen gleich noch abgelevelt. Und 50 Ocken abkassiert. Das finde ich sehr schön. Wir haben auch relativ viele Hai-Viecher gespielt. Hauen jetzt noch mit dem Hunter 1 hinterher. Eine schöne Runde. Für unsere andere Quest, mit der werden wir höchstwahrscheinlich nicht die Quest erfüllen, dass wir irgendwie die großen Monster spielen sollen, die über 5. Oh, was soll's. Darum geht es ja im Prinzip hier gar nicht. So, würdiger Gegner gefunden. Das heißt, wir können jetzt direkt loslegen. Rexha gegen Mage. Oh, Mage. Das könnte jetzt gefährlich werden. Oh, das sieht aber doch schon mal ganz schlecht aus, würde ich gerade schon sagen. Ganz gut aus. Oh, es sieht sogar sehr, sehr gut aus. Das nehmen wir genau so, wie es ist, weil dann spielen wir den hier nämlich als erstes, dann spielen wir den hier als zweites und mit dem Coin holen wir uns den Lepra-Gnom und können dann nämlich, wenn er jetzt im ersten Zug ein Ding spielen sollte, Grüße. Mir gefällt der Name gerade nicht ein, ein Mana-Wurm, dann können wir da jetzt gleich entgegenwirken. Wirken. Erstmal entgegenwirken. Oh, es ist ein Mech-Mage. Wirklich? Ist es wirklich ein Mech-Mage? Das fände ich nicht gut. Wir spielen also jetzt hier den hier aus. Hauen den hinterher und hoffen, dass es Knife hier reingeht. Komm schon. Yes. Das erste Opfer. Und machen den einfach drin. Einfach aus Prinzip, weil ich nicht will, dass er hier die Mage-Sachen macht des Todes. Die Mech-Sachen macht des Todes. Oh, jetzt kommt der nächste von diesen Hängern. Und noch so einer. Wo sind wir denn hier? Ach, kommt schon. Das finde ich nicht cool. Aber das hier finde ich ganz cool. Sollen wir das wirklich machen? Hier, kommt 3 Mana. Zack, raus. 1, 4, 1, 2. Ja, natürlich nicht in 1, 2. Das war ja so klar. Ja gut, es ist jetzt halt dumm gelaufen. Sollen wir doch da einen reinhauen. Dann machen wir das einmal so weg. Dann machen wir hier so und da so. Und dann geht schon die ganze Face-Action los. Es war jetzt dumm, dass die Knives nicht wirklich so gut getroffen haben, wie ich das eigentlich wollte. Ich wollte ja, dass das zweite Knife eigentlich auch in den Typen trifft oder halt ins Ding rein. Dann hätte ich den Lebragnum nicht direkt opfern müssen. Er haut jetzt natürlich den Hundi weg mit seinem Feuerschlag. Ich finde das so lustig, wie das auf Deutsch ist, ey. 2 und 2. Komm, dann machen wir das doch mal hier. Ich werde sie zeigen. Ich werde sie alle zeigen. Ja, das ist natürlich sehr gut. Ich hätte es vorher spielen müssen. Das wäre intelligenter gewesen. Gut gespielt. Aber so intelligent bin ich ja natürlich nicht. Und ich trinke jetzt mal ganz schnell einen Schluck von meinem Heißgetränk. Moment mal kurz. So. Oh, jetzt. So, jetzt bin ich wieder im richtigen Modus. Ich muss hier gerade den Modus von meinem Headset einstellen. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn hier Schönes machen. Silence war nicht schlecht. 3, 5 haben wir. Das heißt, wir spielen einfach mal hier. Gucken wir einfach, was es wird hier. Oh, Nisha. Für 5 ist natürlich sehr, sehr schön. Könnten noch einen silencen, wollen wir aber eigentlich nicht. Deswegen gehen wir ihm erstmal hier 2 ins Gesicht. Machen wir hier so. Machen wir da so. Machen wir so.
wir müssen jetzt aufpassen, im nächsten Zug könnte er ein Blizzard spielen. Hahaha. Oh Gott, dieses deutsche Synchro. Oh Gott, es ist so schlimm. Naja. Wie viel kriegen wir denn hin hier? 3, 7. Wir haben gewonnen, oder? Wir haben Liefel 7 und 3 sind 10 und 4. Ja, wir haben gewonnen, Liefel. Dummköpfe! Ja, wir hätten auch hier mit Liefel gehabt. Also von dem her ist das gut. Damit haben wir die zweite Runde in dieser Folge jetzt auch siegreich hinter uns gebracht. Obwohl, der Rush Hunter ist halt schon ein relativ mächtiges Deck. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl. Bis die Tage denn. Tschüss.